Hi, this is Mark Matulat for Peter Silbermann Schule, and today we're going to be talking about idioms, precisely about alliteration in idioms, and even more precisely about alliteration and rhyme in idioms, and still more precisely, both in English and in German. Okay? I think I'm gonna start with the German language. So, also, Redewendungen. Idioms sind ja Redewendungen. Und wir reden heute tatsächlich mal über Redewendungen, und zwar im Deutschen und im Englischen. Genauer gesagt über zwei formale Aspekte, in denen uns bestimmte Redewendungen begegnen. Hier, und das sehen Sie jetzt schon auf dem Whiteboard, Alliteration in Idioms, also Alliteration in Redewendungen, ist das eine Merkmal. Und dann gibt es wahrscheinlich im Englischen auch, wobei dort müsste ich nochmal nachgucken, ob es dort genauso geläufig ist wie im Deutschen. Aber im Deutschen, da fallen mir auch gleich mal ein paar mehr Beispiele ein. Reim. Reim im Deutschen. Also, gerade in diesen Doppelungen, da könnte man sagen, da begegnet uns eine Redewendung als Hendiadion, also als Doppelausdruck. Hendiadion, eins durch zwei. Das heißt, ein Ausdruck wird, um es emphatisch zu machen, um es besonders zu betonen, durch zwei Ausdrücke formuliert. Ja, also beispielsweise das Schiff ging mit Mann und Maus unter. Mann und Maus, also mit allem, was an Bord war. Mit allen Personen, aller Ladung, allen Tieren, mit Mann und Maus. Hier haben wir das Phänomen, was wir auch hier auf dem Whiteboard sehen, Mann und Maus, Alliteration. Übrigens, im Englischen gibt es nur Alliteration, keinen Plural, keinen Artikel, sondern einfach nur Alliteration. Im Deutschen gibt es tatsächlich den Plural, Alliterationen. Ich war mir nie so sicher, ob das im Deutschen tatsächlich korrekt ist, aber ich fragte meine Kolleginnen vom Deutschfachbereich und sie haben mir alle bestätigt, ja, Plural Alliterationen gibt es, aber im Englischen gibt es eben nicht den Plural, also Alliterations ist falsches Englisch und verrät sie als Ausländer, während Alliteration ist immer Alliteration, sogar in der Pluralverwendung. Und wie gesagt, we're talking about alliteration und nicht über die oder eine Alliteration. Also man kann es nicht mal zählen im Englischen. Ja? Ist immer nur alliteration. So, aber zurück zum Deutschen. Also mit Mann und Maus. Oder wir sind mit Kind und Kegel zum Strandbad Wannsee gefahren. Mit Kind und Kegel auch wieder Alliteration auf K. Übrigens, Kind und Kegel heißt mit allen ehelichen und unehelichen Kindern. Also früher waren die Kegel dann die unehelichen Kinder, die eine Frau am Wegesrand mehr oder weniger zufällig und unbeabsichtigt aufsammelte, weil es keine Pille gab. Also mit den ehelichen und unehelichen Kindern, ja. Also Mann und Maus, Kind und Kegel, das sind so geläufige Redewendungen, die mit Alliteration arbeiten. Übrigens
gerne auch derselben Anzahl an Silben. Mann, Maus sind einsilbige Nomina und blöd, ne? Kind und Kegel, ja, eins und zwei. Wobei, auch das ist dann wieder ganz häufig der Fall, dass das längere Wort, also das silbenreichere Wort, an zweiter oder sogar noch an dritter und letzter Stelle steht. Das ist eine Stilfigur, die Stilfigur der der ansteigenden Cola, also der ansteigenden Silbenzahlen und Wortzahlen. Das ist ein Stilmittel, das schon in der Antike als schön empfunden wurde. Und jetzt passiert mir schon wieder das, was überhaupt nicht passieren sollte. Ich bitte um Entschuldigung für diese Unterbrechung, aber da sind wir schon wieder. So, und dann haben wir im Deutschen Reim. Gerne Reim. Auch in solchen Doppelungen mit Sack und Pack umziehen. Ja, mit allem, was wir an Besitztümern haben. Oder warst du auch auf der Veranstaltung? Kreti und Pleti waren dort versammelt. Ja, das sind Kreti und Pleti sind zwei Völker aus der Antike und gemeint wurde immer, also sogar aus dem vorderen Orient in der Antike, also richtig alte Antike, noch vor der Römerzeit und vor der griechischen Zeit, Kretiter und die Pletiter, wahrscheinlich sage ich es jetzt ganz falsch, aber Kreti und Pleti, das ist dann dabei das ist dann dabei übrig geblieben. Oder Hans und Franz, das sind auch solche Paarungen, die mit dem Reimschema arbeiten. Das gibt es im Englischen so nicht. And therefore we are back here with the English language, alliteration in idioms. I told you before, alliteration can only be used with the singular and without the... What did I say? Singular and no article, that's right. That's what I was saying. So it is not countable and used as an abstract noun. And here you have common and frequently used idioms that work with alliteration. Belt and braces, black and blue, born and bred, chalk and cheese, chop and change, done and dusted. By the way, done and dusted. Up to this point, we've had... No, belt and braces also. The same number of syllables does not always apply. Belt and braces, one syllable word and a two syllable word, and the longer or the higher number of syllables follows the word that has just one syllable. Okay, so forgive and forget, hale and hearty, ham and hock, kith and kin, etc. So all these things work with, or you risk life and limb. In German, Kopf und Kragen riskieren. Yeah? So here in German, you also have the phenomenon and the stylistic device of alliteration. And in German, you also have the word that is longer or has two syllables following the word that only works with one syllable. Kopf und Kragen. One plus two.
Yeah, well, so if you like, look these up and find out what they mean. There are also other idioms like sayings, more or less, where the words do not well, where the saying does not mean what the words individually suggest. Okay, like it's raining cats and dogs, for example. There is this saying, yes, personally, I've never heard it, but this, of course, is a saying. This is also an idiom and a saying, but this is a different category of idioms, whereas this one here is the typical, as I said it in German, Hindi-Adjoin, this one divided by divided by two. Okay, so we are, let me go back one more time. Well, with this being said, I wish you, well, what do I wish you? All the best, of course. Stay safe, stay sound and healthy. Have the time of your life and take care of yourself. And I'm not only saying this, I mean it. Take care of yourself and of each other. And we see and hear of each other soon. And until then, bye-bye. Tschüssikowski, bis Danimanski, machen Sie es gut.